Zeiten weltweiter Probleme wie der Eurokrise, den Ereignissen in Syrien oder anderen Konflikten in der Welt suchen viele Menschen den Halt im Glauben. Rund 2,2 Milliarden Menschen sind dabei unter dem Dach des Christentums vereinigt. Einer davon ist Man Hee Lee. Doch der Koreaner ist kein gewöhnlicher Christ. Man Hee Lee hat eine Mission. Die Verkündung der laut ihm wahr gewordenen Offenbarung, wie sie in der Bibel steht. Während der gebürtige Koreaner dabei mit seinem Open Bible Seminar, also dem offenen Bibelseminar, bisher nur in Asien und Amerika unterwegs war, machte er am vergangenen Samstag zum ersten Mal auch in Berlin Station, um sein Wort zu verkünden. Die Europareise ist dem Prediger dabei besonders wichtig. Das Ziel meiner Europareise ist es, allen Gläubigen, die an das Neue Testament glauben, die Erfüllung der Vorhersage durch Verkündung bekannt zu machen. Der Samen des Evangeliums des Himmels ist von Europa aus nach Osten zum Ende der Erde gekommen und dort hat es sich erfüllt, so wie es verheißen wurde. Das ist es, was ich verkünde. Was die Gläubigen sehen und glauben sollen, ist die Verheißung Jesu. Der 82-jährige Lee kam laut eigener Aussage schon früh zum christlichen Glauben. Einer Religion, die im taoistisch und buddhistisch geprägten Asien doch eher stiefmütterlich behandelt wird. Umso erfreulicher ist es dafür Lee, dass seine Gemeinde auch in Asien einen so großen Zulauf hat. Und das hat seine Gründe. Alle anderen Gemeinden vertrocknen, weil sie kein Wort der Offenbarung und Gott haben. Aber die Pastoren, ältesten Gemeindemitarbeiter und Gläubigen meiner Gemeinde sind gekommen, um die Wahrheit zu hören. Lees Vorname Man Hee bedeutet frei übersetzt so viel wie Licht oder Erleuchtung. Und seinem Namen wird der Koreaner laut seinen Anhängern mehr als gerecht. Zu Tausenden pilgern Christen zu seinen Seminaren und lauschen seinen erhellenden Worten. Doch Lees Aussagen richten sich dabei an alle Christen weltweit. Folgendes möchte ich allen Christen sagen. Das Buch Gottes, die Offenbarung, ist offenbart worden und hat sich erfüllt. Kommen Sie und prüfen Sie selbst. Und wenn das wirklich wahr ist, heißt das, dass das Himmelreich gekommen ist. Dann tun Sie Buße und glauben Sie daran, dass Sie wiedergeboren werden und so das Volk des Himmels bilden. Und angesichts solcher Aussagen ist es auch kein Wunder, dass die Menschen auch weiterhin in Lees Worten ihren Trost suchen werden.